Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Ja, ich habe mir in der letzten Pause ein bisschen Gedanken gemacht und ich glaube, ich werde das Vorhier demnächst wirklich aufgeben. Das Einzige, was ich in diesem Vor gern noch machen würde, außer erstmal die Lautstärke von der Musik runterdrehen, so ist besser, ist eine Arena einzubauen. Damit wir ihr mal sehen könnt, wie das funktioniert. Und dann werden wir diese Nacktmaulwürfe, die wir da eingefangen haben, in dieser Arena abknallen, sozusagen. Gut, die Arena möchte ich auch ein bisschen außerhalb planen, also hier bei unserem Wasserbecken. Deswegen wird erstmal wieder gemeinert. Und zwar ein Stück weit weg von diesem... von dem hier, sagen wir einen Schritt weg. So, also eins dazwischen, dann kommt die Wände. Und dann kommt hier der Raum hin. Ups, so. So. Und dann brauchen wir noch die Mitte von diesem Raum, die ist hier. Und den Zugang zu diesem Raum. So. Ja, wobei... Doch, das müssen wir etwas anders machen. Lass mich mal kurz überlegen. Nee, doch, das können wir genauso machen. Oder? Wir brauchen auf jeden Fall eine dreistockwerkige Arena. Ganz oben werfen wir die Gegner rein. Durch ein Loch. Eins drunter sind dann die Plattformen, wo die Schützen drauf sind und runterschießen. Und auch wenn es drunter ist, die Grube, in der die in der die Gegner hocken und abgeknallt werden. Also können wir es nicht so machen, wie ich es jetzt gerade geplant habe. Also Designation, wir müssen es etwas anders machen. Wir können den Zugang so lassen. Wir müssen aber eine Mauer auf jeden Fall außen rum lassen. So. Und so. So und so. So, dann wird das hier eben die Grube werden. Die tun wir auch erstmal designieren. Hier bauen wir dann so eine Brücke hin. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall Upstairs. Upward Stairway. Und hier auch. Und als weiter oben. Ist das oben? Ja, das müsste oben sein. Brauchen wir Downward Stairway. So. Hier oben kommt nämlich dann das Loch hin. Meinern wir das mal schon mal frei. Und zwar erstmal so, gucken wir mal kurz, wo die Mitte des Raumes ist. Da fängt der Raum an. Die Mitte ist also hier. So, das hier wird sogar ein Channel-Befehl. Das ist nämlich dann das Loch. So, Pause machen wir mal weg, dass das hier gemacht werden kann. Katze läuft draußen rum. Wen haben wir denn so auf dem... Wir haben einen Haufen Nacktmaulwurfshunde. Aber ansonsten haben wir nur die Elfen zurzeit auf unserem Grundstück sozusagen. So, die Miner kommen. Jedenfalls einer von ihnen.
fängt hier an zu minern schon mal. So. Sehr schön. Ich hoffe, es kommt noch ein Miner. Ja, es scheinen noch welche zu kommen, hm? Wenn sie nicht gerade mit was anderem beschäftigt sind. Was war das? Ach, die werden uns bald verlassen. Okay, es kommt noch ein zweiter Miner angelaufen. Sehr gut. It will be engraved for years to come upon our walls. Und wir haben eine Hundeknochen. Ja, schön für dich. Und wir haben eine Hundeknochen-Kampfaxt bekommen. Dies ist eine Hundeknochen-Kampfaxt höchster Qualität. Es ist umrandet mit Kushior Gabo Kabushors. Und geschliffenen Rock Crystals und dekoriert mit Hundeknochen. Es ist übersät mit Stacheln aus Hundeknochen und auf dem Gegenstand ist ein Bild. Maples ist Ahorn, ja, ein Bild aus von Ahornbäumen in Hundeknochen. Und auf dem Gegenstand ist noch ein Bild von Urdium Sessopains, dem Zwerg in Türkis. Und ein Bild von Longland Gras in Ropeweed Fiber. Ja, ganz toll. Ganz tolle Kampfaxt. Ganz tolles Artefakt. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo genau die gelagert werden. Und wir haben mal wieder einen falschen Major bekommen. Bitte meinen Leader wieder zum Major machen. Keine Ahnung, warum das immer mal wieder passiert. So. Nach F3 gucken. Wie weit seid ihr hier? Na, wird langsam. Ja, die Musik ist schön. Also wir müssen jetzt hier warten, dass das ausgemeinert wird. Währenddessen können wir mal kurz nach unseren Vorräten gucken, weil das Trinken uns langsam wieder ausgeht. Deswegen, wo drink, repeat. Wo drink, repeat. So, und am besten, wenn wir hier schon beim Minern sind, machen wir hier noch ein Dreierfeld in die Richtung. Machen hier einen Raum hin. So. Da werden dann die Käfige mit den Viechern gelagert. Ist zwar nicht ganz sicher, aber ich habe ja eh gesagt, wir geben diesen dieses vor demnächst auf. Deswegen können wir das ruhig so machen jetzt mal. Fürs nächste Vor müssen wir uns was Besseres einfallen lassen. Am besten hier irgendwie das Ganze mit einer Brücke nochmal extra absichern, den Raum. Also die Arena. So, und wenn wir schon mal dabei sind, Designations, Move Stone.
werden wir hier den Stoles moven, dass die und danach dort Fortifications einbauen. So, hier geht's schon mal runter. Also das Loch oben ist fertig. Sehr gut. Dann können wir ja schon mal Designation einen Channel-Befehl geben. Und zwar ausgechannelt werden soll. All das hier. So. Bis hierhin. Das hier soll ausgechannelt werden. Halt nicht ganz. Designation, remove. Remove Designation. Alles außer dem hier. So. Sehr gut. Der channelt da schon mal aus. Kommen noch mehr zum Channeln helfen? Ja. Gut, dann bauen wir schon mal unter, nicht unter C, sondern unter T. Unter T einen Lever auf. Bauen wir den einfach hier oben irgendwo hin. So. Lever. Und lassen die Miner einfach weiter da unten die Grube ausheben. So, die Steine sind schon mal gesmoothed worden, also tun wir sie auch gleich zu Fortifications carven. So. Sehr schön. Wir haben schon wieder Rock Crystal entdeckt. Ja, sie hauen sich ordentlich durch. Es sind auch ziemlich viele gerade an der Arbeit. Das ist praktisch, wenn man das Militär zu solchen Aufgaben zwingt. Gucken wir mal weiter. Hier, die sind suspended. Das sollten sie eigentlich gar nicht sein. Und Designation. Remove Construction. Hier, das in der Mitte bitte wegnehmen. So. Das ist auch noch was wir erledigen müssen. Nämlich den Brunnen dahin bauen. Und wir kriegen wieder neue Puppies. Sehr schön. So, sehr gut. Die Mauer sieht so aus, als ob sie schon fast fertig ist. Designation, Car Fortification. Das hier sieht noch nicht fortifiziert aus. Ist es auch noch gar nicht. Das hier sind Fortifications, das ist ein Gabbro-Wall. So. Das hier sollte noch gemeinert werden, bitte. So. Habe ich ganz vergessen. Und wenn wir schon mal dabei sind, Smooth Stone.
diesen Stein hier bitte smoothen. So. Oh, der kann nur bis dahin bis jetzt gesmoothed werden. So, das Loch wurde gemacht. Building. Well ist L. Hier den Well platzieren. Dafür brauchen wir jetzt erst einmal einen Gabbro-Block von mir aus, einen Bucket und irgendeine Kette und einen Mechanismus. So. Nun kann ein Architekt da den Brunnen errichten. Und wir können eine Brücke bauen. Brücke war G, glaube ich. Genau, Bridge. So, eine Brücke.